Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Snapshot, einem neuen Snapshot für die, ja, 1.21 jetzt mal. Also es ist technisch gesehen keiner, aber hier gibt es experimentelle Features dafür. Und wie ihr seht, haben wir hier schon den wunderbaren Crafter. Das ist Snapshot 23W42A. Und ja, ihr seht schon, ich war hier am Experimentieren. Ich weiß, das ist nicht schön, aber ich erkläre gleich, was das Ding ist. Erstmal der Crafter. Der ist ein experimentelles Feature, das heißt, man muss es beim Erstellen der Welt aktivieren. Und ja, der hat verschiedene Ausrichtungen, wie ihr hier sehen könnt. Na, normal, dann die Richtung oder auch so. Logischerweise auch in die andere Richtung nach oben. Und wie ihr seht, ist der dunkelrot, wenn er nicht bepowert ist. Oder bereit ist zum Craften, eher gesagt. Und er wird dann hier diese Farbe annehmen, sofern er getriggert ist, beziehungsweise bepowert ist. Und wenn er dann was craftet, dann öffnet sich hier kurz das, ich sag mal, Ausgabefach und schließt sich dann wieder. Normalerweise ist es zu, das ist das hier und das ist auf. Ich denke, das checkt ihr. Der braucht aber ein kurzes Signal zum Craften. Wir schauen auch gleich mal in die UI rein. Denn die ist eigentlich relativ ähnlich hier zum Crafting Table. Jeder kennt den, ne? Man hat hier 9 Felder und hier kann man was rausnehmen im Crafting Table. Im Autocrafter oder Crafter, wie er heißt, geht das nicht. Na, dann haben wir hier die Standard Crafting Table GUI, fast zumindest. Denn wie ihr seht, haben wir hier ein ausgegrautes Feld. Wenn ich hier jetzt was reinlegen würde, würde mir angezeigt werden, was er craften würde, sofern das Rezept auch gültig ist. Und ja, aber ich kann es nicht rausnehmen. Des Weiteren steht hier schon Click to disable slot. Wenn ich das jetzt mache, dann kann ich zum Beispiel sagen, hey, leg die Sachen einfach hier in den mittleren Slot. Ansonsten priorisiert er die Slots 1, 2, 3. Also von links nach rechts und dann von oben nach unten. Also in einem Raster. Genau, ansonsten gibt es nicht viel zu sagen, außer dass der hier bei benutzten Slots bzw. disableden Slots einen Output von plus 1 gibt. Das heißt, sind alle 9 Slots belegt durch ein Item und der Rest ist disabled, also ausgeschaltet, dann gibt er eine Stromstärke von 9 ab. Normalerweise, außer es ist Zuckerrohr. Warum auch immer, ist vielleicht aber auch nur ein Bug. Die werden das sicher bis zum Release fixen. Auf jeden Fall, das ist das, was er kann, der Crafter. Aber bevor wir uns näher mit dem Crafter befassen, erstmal noch Folgendes. Es wurde ein, ich sag mal, Welten-Reparieren-Menü hinzugefügt. Ich habe es leider nicht gefunden. Vielleicht sind meine Welten auch nicht kaputt genug dafür. Auf jeden Fall steht das im Changelog drin. Die Datapack-Version ist 21 und die Resource-Pack-Version ist 19. Ja, für die ganzen Resource-Pack- und Datapack-Creator, wie mich zum Beispiel. Ansonsten wurde noch in den Barrierefreiheitseinstellungen eine Option hinzugefügt. Das finden wir hier, Options, Barrierefreiheit. Hier haben wir jetzt Hide Splash Texts. Damit kann man den Splash Text, also diesen gelben Text, im Hauptmenü ausschalten oder verstecken. Warum auch immer man das machen sollte. Es ist so unnötig, finde ich. Aber jetzt kommen wir mal zu den Experimental-Features. Ich habe hier schon was aufgebaut, wie ihr seht. Es ist pottenhässlich, ja. Aber es funktioniert. Außer, wenn ihr Zucker craften wollt. Na gut, aber welcher Mensch in Minecraft craftet denn bitte Zucker? Also, nennt mir eine Person, die sinngemäß Zucker craftet aus Zuckerrohr. Also ich kenne da ehrlich gesagt niemanden. Ich selbst würde das nicht mehr machen. Und tue ich auch nicht. Aber gut. Erstmal, was haben wir hier in diesen vier Truhen? Wir haben einmal nichts. Aha. Dann wieder nichts. Nein. Hier haben wir
ein Ofen. Hier haben wir einen Stick und hier haben wir Zuckerrohr und hier war eigentlich was anderes drin. Und zwar brauchen wir dafür ein Eisen, drei Planks, ein Redstone und wollen wir Bruchstein. Hier meines waren vier Bruchsteine. Aber hier das Recipe. Es ist, wer hätte es gedacht, ein Piston. Also Piston, Ofen und Stick sowie Papier. Erstmal, was macht dieses Ding? Dieses Ding ist ein Autocrafter. Also das ist der Crafter-Block. Ich habe hier alles ausgeschaltet, bis auf die drei Slots. Kann ich jetzt auch wieder einschalten, weil ich brauche die jetzt. Und hier ist die Truhe, da ist aktuell nichts drin. Da kommt später das Endprodukt raus. Und hier kommt das Recipe rein, also das Rezept. Hier kann man das noch disablen, dass er das nicht reinziehen kann, damit man das in Ruhe reinlegen kann. Hier sagt er, okay, du bist voll, Strom. Dann gibt er, wenn alle neuen Slots belegt sind, einen Output von 9, deswegen ist die Straße hier so lang. Hier haben wir ein kurzes Blinksignal, sag ich mal. Ist nicht das Schönste, aber es funktioniert, sofern man keinen Zucker craften möchte. Das können wir auch jetzt gleich demonstrieren, indem ich jetzt erstmal das Ganze kopiere. Aktiviere das mal und jetzt kann man nichts craften. Ja, ich leg hier, baue das mal so. Das ist für den Survival, aber das ist jetzt so egal. Also, wir wollen jetzt eine Piston craften. Das machen wir, indem wir den Schalter wieder umlegen. Und jetzt seht ihr, der nimmt jetzt Stück für Stück die Slots raus und craft mal fix. Und zack. Boom. Ja, ich mache jetzt mal Folgendes. Ich nehme mal kurz den Komparator weg und crafte das Ding nochmal. Ich will euch nämlich zeigen, was genau er macht. So. Moment macht er nichts. Ich habe hier oben das Rezept sinngemäß reingelegt. Wenn ich das jetzt hier. Na, zack. Warum craftest du? Ah, du hast nicht gecraftet. Okay. Wie ihr seht, er macht das hier rein. Aber ich kann das als Gamer nicht rausnehmen. Wenn ich jetzt hier den Komparator wieder anschließe, dann gibt es einen kurzen Output und zack, er craftet. Ja. Okay, jetzt habe ich euch gezeigt, dass das mit Pistons geht. Jetzt beweise ich euch noch, dass der Rest auch funktioniert. Ja, machen wir hier mal den Ofen. Und zack, er wird gleich einen Ofen craften. Sofern ich nicht zu so blöd war, was ich war. Denn man muss immer einstellen, was er craften soll. Ich deaktiviere das hier jetzt mal und mache es nochmal. Und zwar, indem ich die 8 Dinger da reinlege. Man kann es so reinlegen, aber ich persönlich finde, das Rezept direkt reinlegen wäre besser. Jetzt hat er mir den Ofen gecraftet. Okay, das funktioniert. So, was soll er jetzt craften? Sticks. Also, wenn er Sticks craften soll, machen wir mal, sagen wir mal, disable alles bitte, bis auf diese zwei. So. Ich mache das, kopiere die Kiste übrigens samt Inhalt mit Steuerung und Mausrad. Wenn ich jetzt. Und zack. Er hat mir einen Stick gecraftet, gut, das. Könnte man maybe gebrauchen eigentlich? Ja, doch. Aber ja, so, und das weg. Und jetzt, ich möchte, dass er mir Papier craftet. Ein Papier. Geht natürlich auch mit mehr Papier. Dazu muss ich aber erstmal hier einstellen, dass er auch Papier craften soll. Sonst weiß er ja nicht, was er craften soll. Ich nehme noch mal ein Stack Zuckerrohr hier, so. Ja, doch. Und
gecraftet jetzt. Wie ihr seht, er hat mit 3 Papier gecraftet, hier ist nichts drin. Wenn ich jetzt tatsächlich was anderes versuche, und zwar wenn ich jetzt möchte, dass er mir etwas anderes craftet, nämlich Zucker, dann craftet er das nur einmal. Also man müsste das einzeln reinlegen und das ist doch echt blöd. Wie ihr seht, er bleibt stehen und craftet nicht weiter. Was natürlich nicht Sinn der Sache ist. Gut, das könnte man vielleicht mit einem... Das könnte man vielleicht kompensieren, indem man Folgendes macht. Indem man ihm sagt, er soll das irgendwie von unten durchziehen. Mit einem Dropper? Ne, mit einem Hopper. Aber da könnt ihr rumtüfteln oder ich mach das. Je nachdem. Ich habe auch schon ein Spark-Video dazu gesehen, aber ja gut. Beim Tüfteln hat man immer Bugs. Auf jeden Fall, das funktioniert. Ja. Kann übrigens auch hier mal 4 wegnehmen. Und dann lasse ich ihn mal wieder welche craften. Zucker machen wir mal raus. So, schauen wir mal, was er jetzt macht. Er craftet uns Papier. Den ganzen Stack. Naja, nicht alles. Bei 64 bleibt nämlich, ich glaube, 2 übrig. Aber trotzdem sollte er gleich durch sein. Ja, wir haben 4, 3, 2, 1, 0. Und wir haben genau 60 Papier. Also, yay, es bleibt immer eins übrig bei 64. Aber ich hoffe, euch hat diese Snapshot-Vorstellung und gleichzeitig mehr oder weniger Tutorial gefallen. Schaut gerne bei meinen anderen Videos am Mittwoch und Freitag vorbei. Und wenn ihr Ideen habt, wie ich diesen Crafter verbessern kann, schreibt es mir gerne in die Comments unter Hashtag Crafter. Hier links im Chat seht ihr es, der Crafter. Ja. Ich sag auf jeden Fall bis zum nächsten Snapshot und oder generell Video und ciao, Leute. We'll be right back.